Ich rufe da mal an bei der Husten-Hotline, oder? Was habe ich denn für einen Husten? Ich muss mal überlegen, erstmal, was ich für einen Husten habe. Mal gucken, ob das Teil das unterscheiden kann. Weil ich habe ja gar keinen Husten. Sagt das Teil dann, Sie haben gar keinen Husten, die tun nur so, als ob Sie Husten hätten? Oder was? Ich mach, oder ich mach so. Den, oder? Ich mach mal den. Gucken, was das ist. Oder ich mach. Aber lieber diesen Auswurfhusten da, ja. Wahrscheinlich kommt da die Stimme. Bitte reinigen Sie Ihre Hörmuschel. So. Ja. Eine Null vorwählen, so. Da bin ich mal gespannt. Nochmal. Ich leg nochmal auf. Ah, eine Null vorwählen, ja. Sehr gut, dann geht's los. Bin schon da. Dem neuen gebührenfreien Hustenerkenner. Das Silometer wurde von der Projektgruppe Hörsprach- und Audiotechnologie des Fraunhofer Instituts für digitale Medientechnologie im Auftrag von Böhringer Ingelheim entwickelt. Wenn Sie Husten haben, dann können Sie jetzt kostenlos testen, ob es sich eher um einen trockenen Reizhusten oder eher um einen verschleimten Husten handeln könnte. Bitte beachten Sie, diese Analyse ersetzt jedoch nicht die ärztliche Diagnose. Ach. Haben Sie gerade Husten? Wenn ja, dann drücken Sie jetzt bitte die 1. Wenn nicht, dann drücken Sie die 2. Ja! Ja, Sie haben Husten und möchten ihn testen lassen? Dann husten Sie nach dieser Ansage bitte mehrfach in die Empfangsmuschel Ihres Telefons. Halten Sie den Hörer ca. 30 cm entfernt von Ihrem Mund und vermeiden Sie Hintergrundgeräusche. Husten Sie bitte jetzt. Vielen Dank. Ihr Husten lässt sich vom Silometer nicht mit hoher Sicherheit identifizieren. Lassen Sie sich jedoch vom Arzt oder Apotheker beraten, wie Sie Ihren Husten zuverlässig zuordnen und richtig behandeln können. Wir wünschen Ihnen gute Besserung. Mit freundlicher Unterstützung von Silo Martin. Was heißt das? Was heißt das? Ich soll zum Arzt gehen. Aber die haben Angst, wahrscheinlich die falsche Diagnose zu geben. Hätte ja auch einer sagen können, im Prinzip sind sie fast tot. Ja. Hat hier jemand zufällig richtig Husten? Also echten Husten im Moment, der so ein bisschen... Oder hatte gerade einen, der noch so klingen könnte wie der Husten, den sie hatte? Ja, da hinten? Da, die junge Frau da oben, Sie haben Husten. Kommen Sie doch mal nach vorne. Kleiner Applaus für die junge Dame. Hallo. Herzlich willkommen. Hi. Sie sind die? Chantal. Chantal, nehmen Sie doch bitte Platz. Ist aber schon was trocken. Ja, ist schon ein bisschen trocken. Ja, so also ein Reizhusten. Ein Reizhusten? Ja. Können Sie den auch noch provozieren? Oder müssen Sie den komplett spielen? Ist noch da ein bisschen. Wo haben Sie sich den geholt? Beim Feiern, glaube ich. Beim Feiern? Ja. Das heißt, Sie haben Flüssigkeiten ausgetauscht mit anderen Leuten und dann haben Sie sich bei Tröpfcheninfektionen. Nee. Also draußen in der Kälte, ne? Draußen in der Kälte haben Sie gefeiert? Man munkelt. Man munkelt? Was? Okay, ich will Ihnen nicht näher weiter fragen. Was machen Sie beruflich? Schülerin. Schülerin, sehr gut. Ja. Wie alt sind Sie? 17. 17, das ist doch genau der richtige, sind doch genau der richtige Patient für die Husten-Hotline. So, kostet auch nichts. Ja. Ne? Toll. Ich rufe einfach nochmal an. Bei der Husten-Hotline. So, ich glaube, kommt man schneller durch, wenn man die 1 drückt, muss man sich nicht den ganzen Senf nochmal anhören, oder? Okay, schauen wir mal. Hatten Sie sonst schon irgendwelche Krankheiten in diesem Jahr? Nee. Nein, okay. Müssen ordentlich reinhusten, 30 cm, ich halte Ihnen das dann hin und so, ne? So, besetzt. Ja? Nochmal. So, okay, hier. Ach.
So, sagen wir nochmal. Da, hör schon. Lometer, ja. Den neuen gebührenfreien Hustenerkenner. Das Lometer, wo... Ja, Sie haben Husten und möchten ihn testen lassen? Ja? Dann husten Sie nach dieser Ansage bitte mehrfach in die Empfangsmuschel Ihres Telefons. Halten Sie den Hörer circa 30 cm entfernt von Ihrem Mund und vermeiden Sie Hintergrundgeräusche. Husten Sie bitte jetzt. Das reicht. Vielen Dank. Bei Ihrem Husten scheint es sich eher um einen trockenen Reizhusten zu handeln. Sehr gut. Lassen Sie sich jedoch kein Angst oder Apotheker beraten. Wie Sie Ihren Husten für verletzt zuordnen. Mein Husten hat er nicht erkannt. Ja, Chantal war der Name. Da, haben Sie die französische Vorfahren? Nee. Nee, Mutter hat einfach gesagt, Chantal finde ich gut. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Ja. Und gute Besserung. Danke. Chantal, meine Damen und Herren. Danke.